Hallo, herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategie TV und heute, ihr seht, ich sitze vor der Bücherwand, deswegen Lesestunde und heute geht es um das Buch, was unter meinen persönlichen Optionsbüchern immer noch die Nummer 1 ist, nämlich hier The Complete Guide to Option Selling. Warum ist das Buch jetzt ausgerechnet meine Nummer 1 oder was hat dazu geführt, dass es meine Nummer 1 ist? Das hat natürlich mit verschiedenen Dingen zu tun. Das Buch ist erschienen 2005, also vor 10 Jahren und ich habe mich vor 9 Jahren als Händler selbstständig gemacht. Und als ich mir überlegt habe, mich selbstständig zu machen als Händler, das ist ja immer so ein Prozess. Man sagt ja nicht, man steht ja nicht mal früh auf und sagt so, super, jetzt werde ich Händler. Ich habe ja schon eine ganze Weile nebenbei gehandelt. Das hat dann auch die ersten paar Jahre überhaupt nicht funktioniert und danach hat es dann recht gut funktioniert. Und dann habe ich auch ungefähr so selbst so 2 Jahre lang mit mir gehadert und gekämpft und gesagt, höre ich auf in meinem angestammten Beruf und mache mich als Händler selbstständig. Und damals habe ich auch angefangen, mich viel mit dem Thema Optionen zu beschäftigen. Und da war dieses Buch das erste Optionsbuch, was ich gelesen habe, was so ein bisschen wegging von diesen ganzen mathematischen Büchern. Also ich habe natürlich zuvor so die ganzen Klassiker gelesen von Hall oder auch von Upchapczynski, glaube ich, heißt das, was auch ein sehr, sehr gutes Buch ist. Aber all diese Bücher waren immer sehr, sehr theoretisch geschrieben. Da ging es um die Bewertungen von Optionen und The Complete Guide to Option Selling war das erste Buch, was ich gelesen habe vor 10 Jahren, wo ich plötzlich verstanden habe, dass man, oder wo ich es dann auch so emotional verstanden habe, dass man mit dem Verkauf von Optionen dauerhaft Geld verdienen kann. Wenn man die anderen Bücher gelesen hat, da war auch immer beschrieben, welche Vorteile der Optionsverkauf hat, da war beschrieben, wie man Optionen kaufen soll, wie man sie verkaufen soll, verschiedene Strategien. Aber dieses Buch, was im Grunde genommen nur ganz, ganz simple Strategien zeigt, hat mir wirklich so diese Kombination gebracht, die dann letztendlich meins geworden ist. Nämlich Future-Optionen, Verkauf von Future-Optionen, das war das, mit dem ich dann angefangen habe. Also meine allerersten Trades als selbstständiger Händler beruhten auf Überlegungen, wie sie in diesem Buch hier gemacht sind. So. Und was ist jetzt in dem Buch so besonders? Es ist eigentlich nichts Besonderes, es ist einfach nur schön geschrieben. Es ist verständlich geschrieben, natürlich in Englisch, gibt auch keine deutsche Übersetzung. Und Courtier und Cross, die haben das Buch, glaube ich, damals als, ja, so ein bisschen auch als Kundenbindungsinstrument geschrieben, denn die beiden sind, ich glaube, die sitzen irgendwo in Florida oder irgendwo, ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls haben die dieses, hier steht es, glaube ich, irgendwo. Ja, keine Ahnung, wo die sitzen. Und die haben das jedenfalls geschrieben. Die sind Broker und haben Managed Accounts gemacht zu horrenden Gebühren. Also brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich habe auch nicht so viel Gutes über die Managed Accounts gehört. Aber das, was sie hier schreiben, ist natürlich ziemlich gut. Nämlich sie beschreiben eben, warum man weit aus dem Geld liegende Optionen verkaufen soll. Sie beschreiben im Grunde um sowas wie unsere 100%-Regel. Sie beschreiben, wann man Gewinne mitnehmen soll. Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein ganz grober Überblick, wie das Ganze funktioniert, aber es ist mit sehr vielen schönen Beispielen beschrieben aus dem Future-Options-Bereich. Im Unterschied zu dem, was wir machen, ist es so, dass die sich hier extrem stark auf fundamentale Daten konzentrieren. Das heißt, die sagen eben zum Beispiel, die lesen irgendwie Ernteberichte und wissen, dass es im Weizen jetzt ein Überangebot gibt und sagen deswegen, okay, und aufgrund dieses Überangebotes ist es unwahrscheinlich, dass der Preis noch irgendwohin steigt und deswegen schreiben sie Calls. Oder sie nutzen sehr viel saisonale Muster und sagen, saisonal tendiert Weizen jetzt gerade nach unten und deswegen verkaufen wir Calls. Ich persönlich mache das ja mittlerweile anders. Das heißt also, wir gucken uns sehr viele technische Dinge an, welchen Trend hat der Future oder auch wenn wir Aktienoptionen machen, die Aktie, wie ist die Volatilität. All das spielt hier drin in diesem Buch keine allzu große Rolle. Aber für mich ist es nach wie vor für jemand, der überhaupt keine Ahnung hat vom Optionshandel, ist es ein toller Einstieg. Klar, Englisch muss man können, aber es ist ja dieses amerikanische Englisch, was relativ einfach ist. Also die Amerikaner nutzen ja nicht ganz so viele Worte wie ihre Kollegen da in London. Und deswegen ist es einfach geschrieben.
Es ist amerikanisch, also das heißt, die Amerikaner haben ja immer eine gute Art und Weise, das rüberzubringen, relativ einfach, nicht so wissenschaftlich. Und deswegen würde ich für jeden, der jetzt sagt, okay, er will eben ein Optionsbuch lesen, würde ich das als Nummer eins wirklich empfehlen, um reinzukommen ins Thema. Wer das liest und dann sagt, okay, das könnte meins sein, die Idee, diese Strategie, die überzeugt mich, der kann dann weitermachen, kann sagen, okay, und jetzt lese ich mal noch ein paar andere Bücher dazu, um die Feinheiten dieses Geschäfts kennenzulernen. Aber zuerst die Feinheiten lesen ist ein bisschen schwierig, ne? Weil man muss das Grundkonzept verstehen und man muss das Grundkonzept für sich akzeptieren. Dass man sagt, okay, ich kann mit dem Verkauf von Optionen Geld verdienen. Und da finde ich dieses Buch wirklich klasse. Ist natürlich auch bei mir ein bisschen emotional, weil ich halt sage, okay, komm, das war so das erste Buch, wo du dann gesagt hast, also wo dann in mir der Entschluss dann auch, glaube ich, das war so ein Auslöser, wo ich sage, jawohl, komm, du machst das mit dem selbstständig als Händler, das wird schon funktionieren. Hat ja auch ganz gut funktioniert. Und deswegen hänge ich natürlich auch ein bisschen an dem Buch. Es wird immer so ein bisschen mein Lieblingsoptionsbuch bleiben. Sicherlich gibt es andere Bücher, die das Ganze mittlerweile vielleicht besser beschreiben oder detaillierter beschreiben. Aber für mich, meine Nummer 1, The Complete Guide to Option Selling. Wir machen euch einen Link von Amazon darunter, wo man es bestellen kann. James Gourdier und Michael Gross. Schaut euch das an. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Buch. Und deswegen uneingeschränkte Kaufempfehlung für dieses Buch, auch wenn es schon 10 Jahre alt ist. Das gilt immer noch. Ich schreibe euch nochmal meine Top 5 meiner Lieblingsoptionsbücher darunter. Ein, zwei haben wir dann hier jetzt schon besprochen, die anderen machen wir dann in einer der nächsten Folgen mal hier. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.